Wie bewege ich mich eigentlich sicher mit dem Fahrrad durch das Verkehrschaos vietnamesischer Großstädte? Was ist beim Zelten und bei der Selbstverpflegung zu beachten? Diese und andere Fragen gibt es heute in meinem Video mit Tipps und Hinweisen für Radreisen durch Vietnam. Ich habe das Land nicht vollständig durchquert, sondern bin vor allem im Norden und im Süden unterwegs gewesen. Und alles, was mir dort aufgefallen ist und was für Radreisende interessant sein könnte, das erzähle ich euch jetzt. Insbesondere in Großstädten Ho Chi Minh Stadt und Hanoi ist der Verkehr tatsächlich in meinen Augen eines der größten Probleme für Radfahrende. Wichtig ist es dabei, wirklich permanente höchste Konzentration zu behalten und möglichst in dem Verkehr, der permanent im Fluss ist und vor allem aus Mopeds besteht, einfach mitzuschwimmen. Wie in so einem Schwarm Fische kann man sich das ein bisschen vorstellen. Alles ist permanent in Bewegung und wer anhält, hat verloren, wird kaum noch weiterkommen. Das heißt, selbst wenn man abbiegen möchte, muss man sich daran gewöhnen, auch einfach in den Gegenverkehr reinzufahren und möglichst alle entgegenkommenden Fahrzeuge irgendwie zu umschwimmen. Mein persönlicher Tipp an euch, weil das Verkehrschaos, wenn man es nicht gewohnt ist, wirklich Stress bedeutet, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und versucht es möglichst als verrückte Herausforderung zu betrachten und dann macht es auch tatsächlich irgendwann Spaß, wenn man begriffen hat, wie der Verkehr in Vietnam funktioniert. Aufgrund der penetranten Abgase tragen sehr viele Vietnamesen, insbesondere diejenigen, die mit dem Moped unterwegs sind, Atemschutzmasken. Diese Atemschutzmasken gibt es überall am Straßenrand in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Mustern zu kaufen. Und ich kann Radfahren nur sehr empfehlen, ebenfalls solche Masken zu tragen. Was die Straßen in Vietnam angeht, möchte ich aus dem Radreisewiki zitieren. Dort ist zu lesen, die Nationalstraßen in Vietnam sind zum größten Teil gut asphaltiert. Der Verkehr wird nach Sorten getrennt, von rechts nach links Radfahrer und Fuhrwerke, Mopeds und ähnliches, Lkw, Pkw. Zum Teil gibt es baulich getrennte Fahrspuren für Radfahrer und Fuhrwerke. Mautpflicht besteht nur für Lkw, Pkw und Busse. Ich bin, wie eingangs schon erwähnt, im Norden und im Süden unterwegs gewesen und ich fand die Fahrt über Land leider etwas monoton, was vor allem daran liegt, dass das Land besonders von der Landwirtschaft und vom Reisanbau geprägt ist. Deutlich interessanter ist dagegen die Fahrt durchs Gebirge und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Ballungszentren möglichst weitläufig zu umfahren, um den chaotischen Verkehrsverhältnissen zu entgehen. Fahrradläden und Ersatzteile nach modernem Standard sind vor allem in den Großstädten ziemlich gut zu finden. Es gibt vereinzelt sogar Outdoor-Läden mit Campingbedarf und alles, was man dort nicht bekommt, das findet man eventuell auf Märkten bei den Ständen für Militärbedarf.
Für Radfahrende gilt in Vietnam eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Zu jeder Tageszeit und auch zum Frühstück schon gibt es in Vietnam überall und immer sehr leckere Nudelsuppen. Wem das auf Dauer zu monoton ist, dem empfehle ich auf jeden Fall selber zu kochen und sich sein Essen selber zuzubereiten. Dafür ist es unbedingt sinnvoll, einen Benzinkocher dabei zu haben. Benzin bekommt man überall zu kaufen. Gaskartuschen für handelsübliche Aufsätze sind leider dagegen nur sehr schwer im Land zu finden. Und selbst in den größeren Städten und in Outdoor-Läden war es uns nicht möglich, solche Gaskartuschen zu bekommen. Industriell abgefülltes Trinkwasser gibt es überall im Land in PET-Flaschen zu kaufen. Trotzdem ist es natürlich immer sinnvoll, Mikropur zur Wasseraufbereitung dabei zu haben, weil Leitungswasser ist in Vietnam nicht als Trinkwasser geeignet. Darüber, ob Wildcampen in Vietnam legal ist oder nicht, dazu konnte ich bisher keine seriösen Quellen finden. Es ist in jedem Fall möglich, Zeltplätze zu finden, wenn auch gleich relativ schwer aufgrund der landwirtschaftlichen Flächen und der vielen Reisfelder, die überall im Land verteilt sind. Deswegen und auch weil die Sonne ziemlich früh untergeht, ist es auf jeden Fall ratsam, sich entsprechend frühzeitig abends auf die Zeltplatzsuche zu machen, damit man noch genug Zeit hat, um sein Zelt aufzubauen und sich was zu essen zuzubereiten. Wenn ihr auf der Suche nach allgemeinen Hinweisen und Tipps für Reisen nach Vietnam seid, dann empfehle ich euch die Seiten des Auswärtigen Amts und Wikivoyage. Beides werde ich unten verlinken. Ich freue mich sehr, wenn ihr in den Kommentaren eure eigenen Tipps und Hinweise ergänzt, die euch vielleicht noch einfallen, weil ihr selber in Vietnam auf der Radreise gewesen seid und die gerne teilen möchtet. Dann schreibt sie unten rein. Und wenn ihr über weitere Videos informiert werden möchtet, die ich hochlade mit Tipps zu anderen Ländern, dann klickt auf die graue Glocke, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer Reise und bei euren Vorbereitungen für eure Reise durch und nach Vietnam.